Hier haben wir diesmal ein Spiel, Werwölfe. Für 5 bis 68 Spieler von Pegasus Spiele. Finde ich ganz gut, habe ich schon mal gespielt, ist aber schon lange her. Also, Werwölfe. 16. Jahrhundert. Plötzlich ist es vorbei mit dem ruhigen und friedlichen Landleben für die Bewohner ihres kleinen Dorfes. Denn auf einmal sind ein paar sehr unfreundliche Werwölfe mitten unter ihnen. Und sie breiten sich langsam aber stetig aus. Können sie gemeinsam mit den anderen Dorfbewohnern enttarnen, bevor sie gefressen werden? Okay, das war Blödsinn, was ich geredet habe. Werwölfe, das ultimative Spiel auch für große Gruppen jeden Alters. Sie können in der Rolle eines Dorfbewohners schlüpfen. Dann ist es ihr Ziel, die Werwölfe zu jagen und zu enttarnen. Als Werwolf dagegen wollen sie die Dörfler von ihrer Unschuld überzeugen. Während sie nachts auf der Jagd sind und genau diese Dörfler nach und nach erlegen. Dutzende von speziellen Charakteren wie der Leibwächter, die Doppelgängerin oder die Zaubermeisterin stehen ihnen zur Verfügung, um sowohl den Dorfbewohnern als auch den Werwölfen zu helfen. Oder sie verfolgen als Vampir ihre eigenen Ziele. Ja. Was steht da noch? Was stoppt? Mehr als 40 unterschiedliche Rollen und 18 verschiedene Szenarien sowie die ausführlichen Hintergrundinformationen, Hinweise und Strategietipps in der Anleitung ermöglichen Gruppen beliebiger Größe und unterschiedlicher Erfahrung einen schnellen Einstieg in das Spiel. Ja, habe ich schon mal gespielt. Ja, ich habe schon mal gespielt, aber es ist halt so super lange her. Ist auch jetzt nicht wirklich besonders viel Material drin, sind halt einfach nur ein paar Karten. Hier sind ein paar Zettelchen, die man sicherlich auch ziemlich schnell nachbestellen muss. Weil wenn das von 5 bis 68 Spieler ist, dann ist es natürlich ein bisschen crazy. Ich glaube, das ist auch eins der Spiele mit den meisten Spielern, die es gibt. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.